Die sitzende, kranzwerfende Viktoria. In einem Festakt der Öffentlichkeit übergeben, hat die Siegesgöttin wieder ihren ursprünglichen Platz im Burggarten des Schweriner Schlosses eingenommen. Den hatte sie bereits Mitte des 19. Jahrhunderts inne, als Großherzog Friedrich Franz II. Sie dort hat aufstellen lassen. Wenige Jahrzehnte später gab es dann schon keine Spur mehr von ihr. Warum die Statue damals plötzlich verschwand, darüber kann heute nur noch spekuliert werden. Um 1884 wurde für die neue Großherzogin Anastasia hier ein Tennisplatz eingerichtet. Vielleicht hat sie da ein bisschen gestört, vielleicht war sie aber auch kaputt. Denn die Originalfiguren waren ja alle aus Zinkus und wir wissen heute, Zinkus hält nicht ewig. Deshalb wurde diese Replik der Statue auch aus Bronze gegossen, denn die ist wesentlich widerstandsfähiger. 2 Jahre dauerten die Arbeiten an der Rekonstruktion der Siegesgöttin. Kosten ca. 100.000 Euro. Einen großen Anteil an der Förderung des Projekts hatte der Ostdeutsche Sparkassenverband in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin. Das ist natürlich auch Teil unseres genetischen Codes, wie wir immer wieder sagen, dass wir ja, das kulturelle Erbe in der Region unterstützen als Sparkassenorganisation. Und ich glaube, das ist hier vorzüglich gelungen in Zusammenarbeit mit dem Ostdeutschen Sparkassenverband. Und zu tun gibt es auch in Zukunft so einiges. Denn der Verein der Freunde des Schweriner Schlosses, der dieses Projekt initiiert und durch seine eingesammelten Spenden entscheidend voranbrachte, hat noch Wünsche. Es gibt noch hier Projekte und die Landtagspräsidentin hat ja auch schon zugestimmt und ist dafür offen, noch 3 Plastiken, die hier fehlen im Burggarten und am Schloss, und dass die vielleicht auch irgendwann mal hierher kommen und das komplettieren, sodass wir das Schweriner Schloss einmal erleben können, wie es 1857 wirklich gewesen ist. Bis es allerdings soweit ist, wird es wohl noch einige Jahre dauern. Und so erfreuen wir uns erst einmal an dem schönen Burggartenbild, wie es uns aktuell von zahlreichen Unterstützern in Schwerin geschenkt wurde.